So, liebe Mitglieder, wir zeigen euch jetzt ein kurzes Stretching-Workout. Wir starten gleich mit der ersten Übung und zwar mit dem Psoas bzw. mit dem Hüftbeuger-Stretch. Dazu sind wir in so einem Halbkniestand, das Knie hinten am besten, wie wir es hier sehen, ganz einfach daheim auf einer Decke oder auf einer Matte. Das Knie soll jetzt hier nicht der limitierende Faktor sein, auch nicht schmerzen. Schieben die Hüfte weit vor, den Po fest anspannen, halten das Ganze circa eine halbe Minute, dann wird die Seite gewechselt. Und auch hier wieder die Hüfte weit vor, den Po fest anspannen. Jetzt habt ihr schon einige intensive Workouts hoffentlich absolviert daheim von den anderen Videos. Und am Ende eignet sich da nochmal ein kleines Stretching-Workout ganz gut. Oder auch als einzelne Einheit, um ein bisschen beweglicher zu werden. Okay, dann gehen wir in den Stretch für die Ischios. Bedeutet im Stand nach vorne lehnen, ganz entspannt das Ganze. Solltet hier einen Stretch hinten an den Oberschenkeln spüren, die Beine komplett durchgestreckt. Auch das Ganze halten wir eine halbe Minute lang. Und dann ganz locker, langsam wieder hochkommen wegen dem Kreislauf und gehen dann anschließend in einen 90-90 Stretch. Dazu wieder auf den Boden oder auf eine Matte legen. Wir haben 90 Grad im Kniegelenk, 90 Grad in der Hüfte und lehnen uns dann ganz weit nach vorne. Ihr könnt gerne die Atmung ein bisschen dazu nehmen, indem wir mit dem Ausatmen einfach noch ein bisschen tiefer in den Stretch gehen, mit dem Einatmen ein bisschen lockern. Auch hier eine halbe Minute halten und dann wechseln wir die Seite. Auch das Ganze nicht zu schnell, langsam nach oben kommen, langsam die Seite wechseln und dann wieder weit nach vorne lehnen mit dem Ausatmen. Diesen Stretch werdet ihr spüren am Gesäß und an der Hüfte. Und dann langsam wieder hochkommen. Wir bleiben in einem Sitz und gehen in eine Hüftrotation, dass wir die Hüfte ein bisschen mobilisieren. Dazu einfach abwechselnd immer mit dem Knie versuchen zum Boden zu kommen. Auch das für circa eine halbe Minute. Anschließend machen wir eine wichtige und schöne Übung, um die Hüfte ein bisschen zu öffnen, vor allem um die Hüftbeweglichkeit wieder herzustellen. Jetzt eine Stretching-Übung vor allem für den Piriformis, der sehr, sehr, sehr oft verspannt, indem wir hier einfach ein bisschen öffnen wollen. Das Bein vorne ist angewinkelt, das Bein hinten komplett lang und wir schieben auch hier die Hüfte wieder weit nach vorne. Sollte das auf dem Boden schmerzen, könnt ihr auch das hier natürlich auf einer Decke oder auf einer Matte machen. Und auch hier wechseln wir nach einer halben Minute circa die Seite. Anschließend wieder die Position langsam verlassen und wir gehen in eine Cobra. Diese Übung kennen viele vielleicht schon vom Yoga, wer schon mal Yoga gemacht hat. Dazu die Hüfte weit nach vorne schieben, die Beine hinten sind lang, ganz entspannt. Oberkörper weit hoch, versuchen die Hüfte zum Boden zu schieben.
sehr, sehr, sehr tolle Übung für die Wirbelsäule und für die Bandscheiben, sehr wertvoll. Sollte das noch nicht funktionieren, könnt ihr das auch auf den Unterarmen ausführen. Auch das wäre eine Option. Auch diese Übung halt nur so eine halbe Minute und kommen dann zur ventralen Kette. Und auch hier wieder nach einer halben Minute circa langsam, ohne Schwung, bitte nach oben kommen und die Position verlassen. Jetzt machen wir noch eine schöne Übung für die Wade. Das Ganze machen wir in einer Liegestützposition. Fersen bleiben hier fest auf dem Boden, die Beine komplett durchgestreckt und ihr versucht langsam Stück für Stück ein bisschen näher zum Unterkörper zu kommen. Immer kurz ein paar Sekunden halten, versuchen mit dem Ausatmen dann nochmal ein Stück näher zu kommen, bis es in der Wade und hinten am Oberschenkel auch ordentlich zieht. Und auch diese Position nach einer halben Minute circa langsam wieder lösen. Und somit habt ihr jetzt ein kleines Stretching-Workout. Das Ganze innerhalb von 7 Minuten. Könnt ihr gerne jeden Tag machen. Bis bald!